Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Draft-Analyse 2 steht an, aber bevor wir loslegen, möchte ich mich bei euch für das Feedback zur Jabari Smith Junior Analyse bedanken, dass so viele Leute happy waren, dass es wieder weitergeht mit den Draft-Analysen. Ja, einfach mega motivierend für mich und ich danke euch für den Support. Jetzt heute beschäftigen wir uns mit einem Spieler im Draft, bei dem die Meinungen wohl kaum weiter auseinandergehen könnten. Die einen sehen ihn als klar besten Spieler im Draft, die anderen machen sich vor allem Sorgen um seine körperlichen Voraussetzungen. Seine 2,13 Meter bei 88 Kilo sind einzigartig, genauso wie sein Spielstil. Willkommen zur Draft-Analyse von Chet Holmgren. He's looking forward to what comes up next. Yes. I'm here to change the game with style and finesse. Something fresh for the world wide web. And I just wanna make a mark so you never forget. I'm King Kong, see me pounding on my chest. In my kingdom, they all show me respect. So deep down, feeling blessed with no regrets. Lord knows I got hit. Wir starten natürlich erstmal wieder rein mit den Stärken von Chet. Beziehungsweise mit seinem Statbogen. 14,1 Punkte, 9,9 Rebounds, 1,9 Assists, 0,8 Steals, 3,7 Blocks. Das kann man an dieser Stelle schon mal auf jeden Fall betonen. 60,7% aus dem Feld, 39% von der Dreierlinie bei 3,3 Attempts und 71,7% von der Freiwurflinie. Und der erste Wert, der einem unweigerlich ins Auge springt, sind diese unfassbaren 3,7 Blocks. Absurde 7,4 Blocks pro 100 Possessions. Da steht halt einfach ein Kerl in der Zone, der 2,13 Meter groß ist und einen Wingspan hat von 2,29 Meter. Alleine schon durch seine Größe und seinen unglaublichen Standing Reach ist er halt zum Shotblocker geboren. Es ist halt super schwer, über ihn hinwegzuwerfen. Und dann kommt auch dazu, dass er eine extrem gute Motorik hat, kriegt seine Arme schnell ausgefahren, hat ein gutes Timing bei seinen Blocks, hat vor allem auch die Motivation, Boden gut zu machen, also große Gaps zu schließen und dann zum Block hochzugehen. Und die körperlichen Voraussetzungen ermöglichen es ihm auch wunderbar effektiv in der Drop Coverage und im Pick and Roll zu verteidigen. Chet kann den Ballhandler im Pick and Roll covern, aber dann auch wieder rechtzeitig zum abrollenden Mann zurückswitchen. Also auch seine Perimeter Defense kann sich auf jeden Fall sehen lassen, hat eine gute Fußarbeit, macht kleine Schritte, kann schnell abstoppen, lässt sich im Drive nur schwer abschütteln. Der Junge wirkt in der Defense wirklich wie so eine Krake. Egal wo du bist, da ist auch er und ständig hast du seine Hand im Gesicht. Defensiv ist Holmgren ein Riesentalent und dürfte für jedes Team, welches auch nur ansatzweise Rim Protection benötigt, mehr als nur interessant sein. Wer von euch Chet Holmgren übrigens noch nicht kennt, das ist der Typ, der Stephen Curry in einem Pickup-Game vernascht hat, als wäre er ein 1,98 Meter Combo Guard. Das war definitiv kein Zufall. Für seine Größe ist er wirklich ein außerordentlich guter Ballhändler. Besonders in der Transition lässt er dies immer wieder aufblitzen, sein Ballhandling. Das sieht schon irgendwie wild aus, wenn da ein 2,13 Meter großer College-Spieler den Ball im Open Court volle Sahne nach vorne dribbelt, die Pace pusht und dann den Korb attackiert. Ich bezweifle zwar, dass er in der NBA viel zu solchen Touches und Abschlüssen kommen wird, zumindest bei keinem Team, das keinen guten Off-Ball-Guard hat, aber diese Fähigkeit, dass dein Center oder was er am Ende auch immer sein mag, nach dem Rebound auch mal die Pace pushen und einen guten Ball auf deinen Shooter und deine Wings spielen kann, ist halt ein echt netter Skill. Und auch generell muss man sagen, dass Chet den Ball sehr gut bewegt und sein Passing immer mal wieder aufblitzt. Er kennt tiefe Positionen seiner Kollegen, passt aus dem Traffic heraus auf den freien Mann, hat manchmal auch so One-Handed-Pässe dabei, wo man schon erkennen kann, dass da auf jeden Fall Potenzial da ist. Ihr werdet auch Schritt für Schritt merken, dass es bei ihm die Kombination von vielen Skills ist, welche man von einem Spieler seiner Größe einfach nicht erwartet, was ihn dann auch so interessant macht. In der Transition hat er nicht nur immer wieder den Korb attackiert oder gute Pässe gespielt, sondern er zündet auch regelmäßig Dreier. Und das in einer verrückten Art und Weise. Welcher Seven-Footer sprintet bitte im Open Court nach vorne und drückt dir dann den Dreier ins Gesicht? Er trifft seine Shots from deep auch mit 39% bei 3,3 Attempts. Ordentliches Volumen. Die Wurfbewegung sieht sauber und flüssig aus. Wie er seine Füße setzt, wie er am Körper hochgeht und dann abklappt. Eine kleine Kritik habe ich aber dennoch. Seine Bewegung könnte etwas schneller sein und wirkt bei manchen Würfen noch zu langsam. Aber generell glaube ich, dass er keine großen Probleme haben sollte, diesen Wurf in die NBA zu transferieren. Und ich glaube auch,
wegen diesem Wurf und wegen dieser Dreier kommt immer wieder dieser Kevin Durant-Vergleich, weil du halt verdammt schwer zu blocken bist, wenn du mit 2,13 Meter in einem Wingspan von 2,29 Meter irgendwo abdrückst, wo deine Gegenspieler halt eine Leiter brauchen, um dich zu contesten. Ich habe euch in der Zwischenzeit die Shotchart eingeblendet, damit wir wieder so ein bisschen ein Gefühl für seine Hot Zones bekommen. Relativ klar zu erkennen, dass sein Favorite Spot Top of the Key ist, direkt oben an der Birne. Besonders im Catch and Shoot ist Chet halt absolut deadly und trifft hochprozentig seine Würfe, was NBA-Teams definitiv vor Probleme stellen wird, da er das Feld damit breit macht und gegnerische Center natürlich auch immer wieder aus der Zone rauszieht. Da bin ich super gespannt, wie das Team, welches ihn draftet, diese Stärke einsetzen wird. Eine große Frage ist auf jeden Fall, wie kommt er in der NBA mit seinem Abschluss am Korb und in Korbnähe zurecht? Sein Skillset ist hier super unspektakulär. Er hat genau einen großen Go-To-Move und das ist der Drive über rechts und dann der Spin über links. Manchmal auch umgekehrt, nimmt hier seinen Gegenspieler auch gerne früh auf und spinnt dann mit langen Schritten vorbei in die Zone. Durch die langen Beine fängt er da manchmal auch schon an der Freiwurflinie an, seinen Spin anzusetzen. Ist mit seiner Größe natürlich auch eine wunderbar hohe Anspielstation für Lob-Zuspiele oder wenn er tief in Position ist. Ist ein guter Rebounder und bekommt immer wieder seine Second Chance Points, aber unterm Korb wird er, glaube ich, in der NBA enorme Probleme bekommen. Das bringt uns auch direkt zu den Bereichen, in denen er sich noch verbessern muss. Wir müssen natürlich über sein Gewicht sprechen und wie problematisch dieser Punkt sein kann. Ich kann die Sorgen und Bedenken vieler Scouts auf jeden Fall verstehen, denn wenn du mit 2,13 Meter gerade einmal 88 Kilo wiegst, ist das in einem Punkt besonders besorgniserregend. Spieler dieser Kategorie sind einfach anfällig für Verletzungen. Das hat die Erfahrung der letzten 75 Jahre gezeigt. Egal ob Manute Bol, Kristaps Porzingis, Yao Ming etc. etc. Früh kam es zu Verletzungen und von vielen war die Karriere verdammt kurzlebig. 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, selten ging es mal wirklich länger. Und dieses Risiko werden Teams auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Spielerisch sehe ich das Ganze weniger kritisch. Klar tut er sich schwer, Gegner im Post wegzudrücken, aber es ist überhaupt nicht sein Spiel. Defensiv finde ich trotz des leichten Gewichts, dass er einen guten Core zeigt und sich nicht leicht von seiner Position wegdrücken lässt. Natürlich muss er an Gewicht zulegen, aber das Thema wird in manchen Berichten vielleicht ein klein wenig zu groß gemacht, zumindest wenn es um die spielerische Komponente geht. Viel besorgniserregender finde ich da seine 1 gegen 1 Shot Creation. Nimmt man Holmgren die schnellen Abschlüsse in der Transition und im Open Court und hält ihn vom Korb weg in der Mitteldistanz, bleibt da nicht mehr viel übrig. Ich sehe aktuell noch nicht, wie man ihn in der Half-Court-Offense dauerhaft integriert bekommt, ohne berechenbar zu sein. Ich blende euch auch hier wieder die Shot-Chart ein, die mehr als nur eindeutig zeigt, dass er vom Finish am Korb, direkt am Korb lebt. Er nimmt keine Pull-Up-Jumper, sein Skillset in Korbnähe ist super limitiert, also keine Runner, keine Floater, kein Hookshot oder irgendwas in diese Richtung. Kommt viel über die Pace, auch durch seine Spin-Moves, hat aber auch keine Post-Moves am Start, tut sich schwer aus der Mitteldistanz zu scoren und kann unterm Korb jetzt auch niemanden overpowern, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Auch Drives vom Perimeter verlaufen immer nach Schema F und sind einfach super berechenbar. Ich habe wirklich ein großes Fragezeichen, wenn es darum geht, inwieweit Holmgren in der NBA auch mal selbst seinen Wurf kreieren kann. Das Problem ist auch, wie ist er überhaupt einzuordnen? Was für ein Spielertyp ist Chet Holmgren? Ist er ein Center? Ist er ein Stretch-Fünfer? Ist er eventuell ein reines 3-and-D-Threat, der überragend verteidigt, super schießen kann, aber ansonsten skill-wise wenig mitbringt? Kann er vielleicht neben einem starken Center als Power-Forward überzeugen, wo er am ehesten seine Passing-Skills aufblitzen lassen kann und sein niedriges Gewicht eher unbedeutend ist? Am Ende müssen sich die Franchise diese Frage selbst beantworten. Meine Meinung, wenn ich langfristig für mein Team plane und denke, würden mir diese körperlichen Voraussetzungen von ihm auf jeden Fall enorme Bauchschmerzen bereiten. Genauso wie seine Eindimensionalität, die mir einfach nicht gefällt. Klar, der Wurf ist absolut geil und bei dieser Größe auch so gut wie überhaupt nicht zu verteidigen. Aber ist es wirklich so krass, dass man sagt, er ist der klare Number One Pick? Für mich persönlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen,
dass die Thunder an der 2 Interesse an ihm haben dürften, ne? Da sie dringend einen Center mit seinen Fähigkeiten bräuchten. Ne? Besonders die Rim Protection dürfte für sie extrem interessant sein. Dann OKC hat gute Playmaker, die ihn ins Catch and Shoot bekommen sollten. Zudem Guards, die auch Off-Ball funktionieren. Da könnte er dann seine Passing-Skills weiterentwickeln. Also ich würde ihn bei den Thunder am meisten fühlen. Wie seht ihr das? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wie ordnet ihr ihn ein vom Spielertypen her? Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da, auch gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald schon wieder zur nächsten Draft-Analyse. Das war's zu Chet Holmgren. Vielen Dank fürs Reingucken, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.